Schön, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen zurück zu City Skylines. So, ich hoffe, dass sich das hier mit der Zeit geben wird. Wir haben in der letzten Folge hier noch Intercity-Züge erlauben ausgemacht. Dadurch sind die Touristen hier erstmal abgehauen. Die versuchen wir später anderweitig durch Busse und Züge und sowas, also durch normale S-Bahn-Züge hierher zu locken. Ich hoffe, dass sich das denn hier auflösen wird. Ich vermute mal, das kam durch die ganzen Touristenzüge der Stau hier. Dadurch, dass sie jetzt hier nicht mehr halten dürfen, wird sich das hoffentlich auflösen. Weil dadurch, dass die Züge hier ständig stehen, verursachen wir hier gerade einen kleinen leichten Stau, der sich hoffentlich wieder geben wird. Da heißt es abwarten. So, ich möchte jetzt gerne auch für die S-Bahn-Züge eine extra Schiene legen. Da muss ich bloß erstmal gucken, wie ich das genau mache. Ich hatte ja schon mal eine extra Schiene. Die Frage ist, was war jetzt die extra Schiene? Ich habe hier ja eine liegen, aber wo fährt die hin? Die fährt direkt nach da. Das ist für die Frachtzüge, ne? Und diese hier... komm aber auch dahin. Was ist denn das für ein Guddelmuddel hier? Fahren ja beide. Naja, gut. Wo habe ich denn überhaupt meine normale Zuglinie? Da müsste ich mal was gucken. Zug, 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 Zug. Das gelbe müsste es sein, ne? Das ist die da. Irgendwie muss ich diese hier von da mit an die gelbe anschließen. Das geht gar nicht anders. Das ist U-Bahn? Okay. Wie ich das jetzt am besten machen soll, weiß ich nicht. Ich könnte sie zwar unterirdisch zusammenschließen, aber ob das so die beste Idee ist... Ich probiere es einfach. Gut, dann einmal kurz Pause. Das wird sich hier hoffentlich klären. Am besten von hier, damit sie gar nicht jetzt auf die andere Schiene rauffährt. Warte mal. Das Stückchen trenne ich mal wieder. So. Dann werde ich diese hier... ich gehe mal auf da. Aus müsste es doch noch sein, ne? Ja. Ein Stückchen geradeaus. So. Und jetzt hier runter. Zack. Und dann müsste ich da... Wie war das doch, oder? Was ist hier? Da irgendwie mit ran. Was jetzt die beste Idee ist, bleibt abzuwarten, nicht, dass sich das hier staut. Aber hier hätten wir ja einen Bahnhof, ja. Dann könnte ich mich eine Zuglinie machen, also eine S-Bahn-Linie, die quasi hier oben hält. Neue Linie. Von da denn, naja, mal gucken. Ich würde ja gerne auch, dass der Bahnhof mir angefahren wird, obwohl der nicht ganz so wichtig ist. Wo führt ihr denn hin? Hier zu dem Bahnhof? Den mit anfährt? Das wäre schon mal was. Kommt ihr noch weiter? Ah, den auch mit anfährt. Das wäre aber Blödsinn. Und der fährt dann ja letztendlich zum Bahnhof. Ne? Aber das wäre ja ein Riesenumweg. Aber einfach nur zwischen den Bahnhöfen herfahren ist auch blöd. Obwohl, es gibt ja auch so kleine Pendelzüge, ne? Die zwischen zwei Bahnhöfen hin und her fahren. Aber da führt denn extra so ein großer... ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ich probiere es erstmal so aus. Von hier dann wieder zurück nach da. So, dass der quasi hier hin und her pendelt. Zack. So, ich lasse das Ganze einmal weiterlaufen, weil ich mal gucken will, wie viele er hier einsetzt. Zwei. Oh, zwei müsste reichen. Eigentlich ja. Mehr als zwei braucht er auch nicht. Es geht ja nur zwischen den zwei Bahnhöfen hin und her. Vielleicht wird es ja genutzt. So gesehen hat er ja auch nur zwei Haltestellen. Bis jetzt steht da nicht wirklich einer. Sonst muss ich ja später mal komplett umbauen. Ah doch, da sind drei, da sind null. Ich hoffe ja auch, da kommt sich jetzt hiermit nicht in die Quere. Ansonsten muss ich irgendwie später mal ein komplett neues Gleis legen. Ich meine, die meisten, die hier stehen, wollen natürlich mit der gelben Linie, das ist klar. Aber... Ne, orange sind da noch gar nicht mit zwischen. Alter, hier ist sowieso so voll. Ja, weil hier der Busbahnhof. Ja gut, das passt. So kommen sie auch rüber in den anderen. Das passt wirklich. 14 stehen da jetzt. Da unten stehen immer noch 0. Gut, da stehen wahrscheinlich orange Leute mit zwischen und man sieht sie nicht, weil der Bahnsteig auch orange ist. Hier stehen aber auch Touristen mit zwischen. Hier, die weißen sind Touristen.
17. Ah, das ist da, wo gerade der Zug steht. Alles klar, da stehen 0. Da oben stehen aber schon mal 19. 20. Ah, das werde ich sehen, ob das später benutzt wird. Das dauert wahrscheinlich eine ganze Weile. Machen wir schneller das Ganze. Hier oben werden es zumindest immer mehr. Alter, was da für Touristen mitfahren, ne? So, der Zug kommt hier gerade an. Ja, hat die eingeladen. Dann müsste er ja jetzt hier hinfahren und kurz einen Moment warten und die hier ausladen. Guck, jetzt steht. Es müsste hier auf jeden Fall ein Oranger dazwischen stehen, auch wenn ich ihn gerade nicht sehe. Oh, da oben läuft er. Da oben. Da oben. Tatsächlich. Vielleicht kommt das ja noch. Wir warten jetzt einen kurzen Moment ab. So kommen die Touristen zumindest auch da unten hin, ohne dass sie mir das Schienennetz da verstopfen. Normalerweise. Das werden wir sehen. Der hat jetzt auch 19. Also im Moment sind 2 Züge viel zu viel. Aber vielleicht wird es ja noch mehr. Ansonsten schraube ich das später runter auf einen Zug, der hier hin und her fährt. So, hier steht hier gerade ein gelber. Jo. Der wartet wahrscheinlich. Ja, hier stehen hier schon ein paar mehr. Jetzt kommt es langsam. Ah, 2 Züge könnten zu viel sein, weil er hier ja immer warten muss. Ist er durchgefahren? Nee. Grad sagen. Ja, jetzt hat er die hier ausgeladen. Und auch gleich wieder welche eingeladen. Wir stehen hier oben schon 58. Das wird mehr, es wird mehr. Aber warum stehen hier die orangen Züge? Sind doch nur 2 im Einsatz. Ach, das sind die Touristenzüge hier. Alles klar. Ja, das Ganze muss man halt beobachten. Der fährt denn ja hier ab. Hier hat er ja seine eigene Linie. Bis nach hier unten. Und ja, jetzt wird es so langsam voller. Also gut, scheint zu funktionieren. Mehr als 2 setze ich definitiv im Moment nicht rauf. Ja, guck mal hier. Es werden so langsam mehr. Hier hält der Zug. Die müssen jetzt alle einsteigen. Ja. Genutzt wird es auf jeden Fall. Dadurch, dass sie aber alle nur auf der Schiene hier hin und her fahren, halte ich sie hier auch von der Schiene komplett fern. Das heißt, hier müsste es langsam weniger werden. Ich hoffe es zumindest. Weil Intercity-Züge dürfen hier ja gar nicht halten. Fahren hier aber trotzdem durch, ne? Halten bloß nicht, aber fahren durch. Ah, ich weiß nicht, wie ich die Züge hier wegkriegen soll. Wir halten hier gar nicht und kommen trotzdem an. Naja, halten tun sie hier nicht mehr, das ist richtig. Fahren aber trotzdem alle hier durch. Da heißt es wirklich abwarten. Könnte sonst noch ein Problem werden. So, dann gucke ich einmal kurz hier oben bei dem Kreisel, der da. Ob der sich inzwischen gebessert hat? In der Tat. Hier ist wieder frei, hier war ja alles voll. Scheint besser so zu funktionieren mit der Gabelung. Weil sie hier jetzt viel, viel schneller rumkamen. Das dachte ich mir nämlich. Der Stau ist dadurch entstanden, weil sie hier so langsam abbiegen mussten. Alle, die in das Industriegebiet wollen, können ja hier runter. Alle, die nicht rein wollen, fahren einfach hier um die Kreise. Und tun sie ja auch. Da fahren gerade welche rum. Die können hier direkt rauf. Ein paar nutzen sogar die Straße, auch wenn es nicht viele sind. Hat sich gebessert. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut. Dann baue ich erstmal hier weiter, weil die haben sich inzwischen auch aufgebaut. Das freut mich. Dann bauen wir hier noch ein paar Wohnungen hin. Da kommt mal ein Kleiner zwischen. So, jetzt brauche ich aber beide auf einmal. Da noch ein Kleiner und da. Hier noch einer. So, ein paar lütte Geschäftchen rein. Da noch eins. Hätte ich aber auch gerne noch ein großes. Genau wie ich hier noch gerne ein großes hätte. Ah, da kommt ein bisschen Büro hin. Da kommt ein bisschen Büro hin. Und der Rest sind große Wohnhäuser. Da, 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 da. So, da, da. Da, schon, es geht schon wieder. Uni. Gut, die haben zwar wieder verloren, aber ich muss sagen, die halten sich mittlerweile echt beide über 1000, ne? Das ist ja zumindest schon mal was. Da schon wieder, hier nochmal. So. Die, denn hier nochmal.
Und dann gucke ich gleich mal, wie man hier am besten eine U-Bahn-Linie mit verbinden könnte. So, da noch ein bisschen, wo ich da vorsichtig bin, weil das geht hier ja noch viel, viel weiter später. Das kann sich hier jetzt erstmal aufbauen. Wasser hatten wir hier, ja? Jo. Strom ist sowieso hier. Jo. Später ist das hier auch verbunden. Ah, das mit den Zügen stört mich gewaltig. So, ich gucke aber trotzdem jetzt einmal kurz nach U-Bahn. U-Bahn hatten wir hier. Hier wäre ein U-Bahn-Netz. Ich meine, hieraus könnte man eine doppelte machen. Das wäre gar nicht das Problem. Und den später mit hier verbinden. Aber allerdings möchte ich gerne, dass das U-Bahn-Netz hier quasi einmal außen rum fährt. Der soll gerne mitgenommen werden. Quasi denn hier so weiterfährt, muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache. Und hier innen drin, das mit Bussen angefahren wird. Ich meine, ich könnte das U-Bahn-Netz schon bauen, bloß dass die U-Bahn-Stationen denn erstmal keinen Strom hätten. Wäre aber möglich. Drücke mal kurz Pause. Denn müsste hier die U-Bahn-Station erstmal weg, da muss eine doppelte hin. Zack. Das kurze Stück weg. Das kurze Stück da weg. Was nicht weggeht. Warum nicht? So. Hier müsste natürlich wieder eine hin, aber so eine doppelte. Wo saß sie denn? Hier direkt am Kreisel, ne? Hier irgendwo, ne? So saß sie, glaube ich. Ja. Gut. Denn müsste ich wahrscheinlich... Warte mal, ich muss noch ein bisschen wegreißen. So, dann brauche ich das. Das ist richtig. Das müsste dann quasi von hier daran. Und von da wieder nach da. Zack. Und dann kann man hier nämlich... Ah, lass uns mal kurz weiterlaufen. Ich hoffe, dass die Linie... Nee, ist komplett weg. Echt jetzt? Nö. Ich habe ja gehofft, die kriegt sich von alleine wieder ein, aber nur durch eine umgebaute Station? Echt jetzt? Okay. Hier ist sie noch. Hier ist sie noch. Hat sie sich wieder eingekriegt? Nee, hier ist noch nicht. Ich habe gehofft, dass sich die beiden Enden wieder einkriegen. Aber wahrscheinlich nicht, weil ich müsste sie hier rüberschieben und das geht nicht, ne? Wäre ja keine neue Linie. Ah, die werde ich neu machen müssen. Kurzpause. So, warte mal. Erstmal die Lilane. Dann verlege ich sie einmal. Nach da, richtig. So. Hier fehlt jetzt natürlich eine Haltestelle. Hier kommt aber wieder rein. So. Das wäre zumindest schon mal die. Und die... Halt, warte mal. Ich will sie ja nicht verlegen. Soll denn damit ran? Macht er nicht. Vielleicht kriegt er sich ja jetzt von alleine ein. Ah, das ist immer so ein Problem. Manchmal verbindet er sich von alleine, manchmal nicht. Die Doppelseitigen machen da halt ein paar Problemchen. So. Müsste warten, bis der Zug hier hinfährt. Und dann verbindet sich das vielleicht. Die Frage ist, wo ist der Zug jetzt? Zug? Zug, 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 Zug. Hier ist... Nee, hier ist keiner. Da ist keiner. Das ist eine gute Frage. Hier fährt ja nicht mal ein Zug auf der Linie. Ah, warte mal. Ich mach das anders. So. Einmal kurz hier hin, das geht einfacher. Denn Transport, U-Bahn, das ist wieder? Welche Linie ist denn das? Die Linie 50. Linie 50 fliegt einmal komplett raus. So.
Die andere Linie hier. Ist das so eine rote? Das ist sie doch, oder? Ja. Dürfte denn 51 oder so sein? Ja, die ist das. Die 49. Gut, die fliege ich dann auch erstmal komplett raus. Und dann mache ich die einfach neu, die beiden. So, U-Bahn-Linie. Fangen wir hier mal an. Eine nach hier unten. Einmal dahin. Von hier dann weiter nach da. Und da geht's dann weiter nach da. Das ist richtig. Ach, das ist eine Buslinie, die hier oben rüber geht. Ich wollte gerade sagen. So, nach da. Und von hier geht's dann runter nach hier. Und von da wieder verbinden nach hier, ne? Linie abschließen. So. Dann kurz weiterlaufen lassen, um zu gucken, wie viele Züge er einsetzt. 3, gut, 1 fliegt raus. Waren ja vorher auch 2, bleiben auch 2. So, ja, guck mal, die füllt sich relativ schnell wieder. Dürfte so funktionieren. Und das gleiche dann jetzt nochmal in die andere Richtung. Dann fangen wir auch hier an. Von hier. Da hoch. Nach da. Zack. Und da geht's dann nochmal wieder hier hin. Und von hier dann wieder runter. Nach da. Zack. Von da geht's denn wieder nach hier hin. Guck, und deswegen diese Extra-Mod. Und damit hat das Spiel automatisch Schwierigkeiten. Da muss ich mir gedrückter Shift-Taste setzen, sonst will er immer hier unten rein. So, und von da geht's denn weiter nach da. So, da setzt er wahrscheinlich auch 3 ein. Jo, 2 reichen. Gut. Dürfte sich auch wieder füllen. Dann fahren zumindest die beiden wieder. Jo. Gut, dann hätten wir hier nämlich die doppelte drinne, die auch benutzt wird. Ein paar stehen hier ja schon. Und dann kann ich das hier nämlich weiter nutzen. Da muss ich bloß mal gucken, wie ich es am besten mache. Und zwar hätte ich gerne hier später noch irgendwo eine. Setz hier erstmal eine Station hin. Bau den Tunnel denn von da. Hey, von hier. Was tust du da, Junge? Du sollst von hier. Geht doch. Von hier nach da. Ach ja. Ach ja. Das schöne Unterwasserproblem. Aber hier ist Blütenbrücke. Hier ist sehr blöd mit Brücke. Geht das hier mit Brücke? Müsste ich mal gucken, ne? Wenn ich hier jetzt rauskomme, wird gehen, ne? Ich habe zwar die Stromleitung, ich drücke mal kurz Pause. So. Das sieht schon. Das sieht doch behämmert aus. So. Warte. So geht das nicht. Keine Ahnung, warum die U-Bahn Probleme haben, um das Wasser durchzubauen. Aber jedes Mal, ne? So wird's gehen. Hier rüber nicht mehr. Keine Ahnung warum. Meine Brücke wird zwar rein theoretisch funktionieren, aber dann zieht er hier so eine Langzunge lang, was doch einfach nur behämmert aussieht. Ich glaube, ich werde hier Gebäude opfern müssen. So. Vielleicht ein Tickchen länger, bis ungefähr da. Hier denn hoch. So. Das dürfte hoffentlich ein bisschen besser aussehen. Und dann bis ungefähr hier. So.
Sieht das besser aus? Ja. Lass ich sie hier rausfahren. Lass sie hier über die Brücke fahren, auch wenn diese... Alter. Was baut denn der hier für Brücken? Brücke gut und schön, aber doch nicht hügelig. Alter. So, dann bleib doch bitte auf einer Höhe. Genau. So rüber. Und hier kannst du dann runtergehen. Genau. Das sieht schon besser aus, oder? Ah, hier ist immer so ein kleiner Knick drin, aber... Schon mal besser als vorher, ehrlich gesagt. So, das haut natürlich mit der U-Bahn-Station so nicht hin, weil ich nicht glaube, dass ich hier runterkomme. Bäh. Dann werde ich so machen. Den lasse ich hier wieder runtergehen. Und werde diese U-Bahn-Station von da nach hier versetzen. Gefälle zu steil. Irgendwas ist doch immer. Wieso ist hier Gefälle zu steil? Hier ist doch gar nichts. Hier ist alles ordentlich. Moment. So. Ein bisschen gerader, wenn es geht. Einfach nur ein Tickchen. Zumindest damit ich die U-Bahn-Station da hinkriege. Mehr will ich doch gar nicht. Ein bisschen stärker, wenn es geht. So. So, also du steht hier zwar hier vorne so ein kleiner Berg, aber mit ein bisschen Glück kriege ich die U-Bahn-Station da jetzt hin. So. Nö, doch. Wunderbar. Ist ja schlimm. So, und die fährt ihn jetzt einfach von da nach da ran. Auch wenn es jetzt ein bisschen sehr komisch aussieht. Es geht. Das ist ja zum Glück unterirdisch, man sieht es nicht. So, und jetzt müsste ich mal gucken. Ich werde wahrscheinlich hier noch eine Station hinsetzen. Und von da die dann irgendwie da ranfahren lassen. Oder ich mache das so. Ich setze hier noch eine hin. Lass den denn da ranfahren. Hier vorne noch irgendwo eine. Und lass den denn hier irgendwie so rumfahren. Er muss auf jeden Fall damit ran. Und da wieder als da. Das kann man ja später mit dem Boost machen. Das heißt, hier kommt noch eine hin. Hier kommen ja später überall noch Gebäude hin. So ist es nicht. Hier kommt da noch eine hin. Dann würde ich hier gerne noch eine haben. Und da lasse ich ihn dann zum Bahnhof fahren. Und vom Bahnhof lasse ich ihn dann wieder hier hochfahren. Dann kommt hier später noch eine hin. Das ist jetzt absichtlich, dass es den äußeren Ring fährt. Da kommt noch eine. So, und das Ganze muss später natürlich hier wieder ran. Ah, aber ich hätte ehrlich gesagt gerne noch hier eine. Hier ist außerhalb, aber da würde gehen. Dann müsste ich ein Häuschen opfern. So. Dann müsste das Ganze jetzt von hier... Ich hoffe, das geht gut mit der unterirdischen Schiene. Irgendwie daran. Es geht natürlich nicht gut mit der unterirdischen Schiene. Hm? Ne. Ort bereits belegt. Wenn ich jetzt noch ein Tickchen runtergehe, komme ich unter durch, oder? Jo. Ungefähr. Na, bis da. Und da müsste ich denn daran, wenn es geht. Jo, das geht gut. Gut, von hier müsste ich dann weiter nach da oben. Warte mal, ich müsste hier so eine kleine Kurve bauen. Ungefähr so. Und dann daran. Zack. Von hier müsste ich dann auch so eine Kurve bauen. Ungefähr so. Und von da dann nach daran. Von da müsste ich dann jetzt irgendwie... Ich hätte hier auch gerne gehabt, aber das passt sonst nicht mit dem Hauptbahnhof. Kleines Kürfchen. Hier so ran. Geht gut. Und von da müsste dann... Ah, ungefähr so. Von da dann nach da gehen. Halt schade, dass ich das Stück nicht mitnehmen kann, aber es geht nicht anders. Von da müsste dann quasi die U-Bahn...
hier wieder so ran. Von hier? Es sind zumindest mal mehr Stationen. Und da nach da. Von hier müsste er dann wieder hier gerade weitergehen zu der da. Und von der müsste er dann wieder... Eine gute Frage. Hier rangehen. Hier. Ach, schon wieder das Brückenproblem. Oh. Ist das euer Ernst? Und hier lässt sich das gar nicht großartig vermeiden, weil hier direkt die Station unter ist, ne? Meine, die U-Bahn-Station hier nebenfahren zu lassen, die Idee an sich ist nicht schlecht. Aber diese blöde Landzunge hier, die gefällt mir nicht. Einmal unterirdisch und hier ist die Station. Es geht nicht anders, ne? Wenn ich jetzt hier so die Brücke baue, macht er nicht, ne? Ich weiß nicht, früher ging das in City Skylines ohne Probleme unter Flüssen und so durchzubauen. Seit Sunset Harbor hat er da irgendwie tierische Schwierigkeiten mit. Keine Ahnung warum. So. Direkt nach der Station hoch. Ah. Ja, das wird zu hoch. Ja, das wird zu hoch. Ungefähr so gerade rüber? Das muss doch möglich sein. Zack. Ja. Dann bis ungefähr hier. Ah, das ist halt, geht hier halt nicht anders, weil er hier unterirdisch kommt, ne? Sieht ein bisschen blöd aus. Aber es lässt sich nicht vermeiden. Und hier muss er halt leider auch wieder runter, weil er wieder unterirdisch muss. Ah, schön sieht's nicht aus. So, hier müsste er aber auch wieder runter. Was ist das Problem? Der sagt aber auch immer noch, Gefälle zu steil. Warum? Wieso, mein Freund? Du bist hier doch wieder unterirdisch und bist an Land. Wieso ist hier immer noch Gefälle zu steil? So, von hier. Schlimm. Das ist echt schlimm. Und dann geht's von da denn nochmal nach... So wird's gehen. Also ich würde die Schiene bis ungefähr hier kriegen. Aber hier rüber, das ist eine Kunst für sich. Das ist echt eine Kunst für sich. Das muss ja verbunden werden. Vielleicht geht das hier so. So, von hier dann daran. Mäh. So, von da denn. Daran geht auch nicht. Ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig, als hier so eine blöde Langzunge zu bauen. Weil er will hier anders partout nicht ran. Er will hier aber auch partout nicht hoch, ne? So. So wird's gehen. Okay. Ah, gut. Kleine Landzunge ist da. Da ist ein kleiner Grafikfehler, aber ansonsten... Es ist halt alles ein bisschen zu beengt gebaut, aber... Es ist zumindest verbunden, oder? Ja. Das ist furchtbar, dass die nicht unter Wasser durch wollen. So, das ist jetzt natürlich ein riesen U-Bahn-Ring. Die Hälfte der Station wird noch gar nicht benutzt. Aber das kann ich im Moment nicht ändern. Jetzt baue ich hier erstmal die Linien ein. Von da
Geht's denn rüber nach der da? Von hier geht's denn hier rum zu dem? Von dem geht's denn hier rum zu dem? Da dürfte ja gleich ein paar Züge raufknallen. Wenige Stationen. Da geht's denn hier zum Hauptbahnhof. Vom Bahnhof geht es nach da. Von da nach da. Denn hierhin. Hierhin. Hier denn rüber. Und wieder da ran. Gut. Kurz weiterlaufen lassen. Wie viele Sätze ein? 4. Ah, 4 ist ein bisschen viel. Ich lasse mal 3 und auf der Gegensätze auch 3, weil der Ring so hoch ist, also groß ist. Mann, es sind ja ein Haufen Stationen. Das sollten 3 Züge eigentlich schaffen. Ich frage mich ja, warum? Ich habe U-Bahn. Ach ja, das ist ja eine U-Bahn, stimmt ja. Ich wollte gerade sagen, 250. Da war vor mich eben 50er Zug, das hat mich gerade gewundert. Ja, da ist der zweite. Eine dritte müsste auch gleich kommen. Gut. Wenn wir gleich sehen. Jupp, da ist er. Ich meine, bis jetzt fällt natürlich noch nicht viel damit. Das liegt aber auch zum Teil daran, dass die meisten U-Bahn-Stationen noch keinen Strom haben. Er geht von da nach da. Von hier. Aber hier ist ja auch noch bei weitem nicht fertig gebaut. Nach da. Da geht's dann nach hier. Von hier geht's dann wieder dahin. Und von da zum Hauptbahnhof. Von da geht's dann natürlich hier erstmal runter. Und von da natürlich weiter nach hier. Und von hier dann wieder nach da. Und von da nach da. Und da geht's dann zurück nach hier. Gut. Da dürfte er auch 4 einsetzen. Jo, machen wir runter auf 3. Wir fahren hin und zurück jeweils 3 Züge. Bei Bedarf kann man Zerhör machen. Im Moment dürfte da nicht allzu viel kommen. Wie gesagt, weil die meisten ja noch nicht mal Stromanschluss haben. Gut. Ob sie hier jetzt die U-Bahn-Station benutzen, wird man sehen. Kann man ja mal kurz gucken. Ah, bis jetzt noch nicht. Bis jetzt stehen hier nur ein paar Fahrgäste, eigentlich jede Menge Fahrgäste. Das dauert mit der Zeit. Ich meine, wenn das nachher lukrativer ist und hier überall was aufgebaut ist. Überall. Denn wenn sie die auch nutzen. Außerdem können sie hier ja auch umsteigen, hier irgendwo. Hier. Ah, sieht sogar so aus, als wenn sie hier schon umsteigen werden, oder? Ja, guck mal, hier sind schon jede Menge Grüne drin, sogar Blaue drin. Also hier steigen sie definitiv schon mal um. Damit sie in den Stadtteil kommen. Das wird dann definitiv noch mehr. Geht doch, geht doch. Der Zugstau, weg ist er nicht, hat sich aber leicht gebessert. Gut. Aber auch nur ganz leicht. So, hier flutscht wieder alles sehr gut. Sehr schön. Wir sind aber auch am Ende. Dieser U-Bahn-Bau hat länger gedauert als gedacht. Und das nur, weil die hier nie unter das Wasser durch wollen. Ich meine, ich weiß, die Brücken sind keine Schönheit, aber es ging nun mal nicht anders. Ich hatte hier doch irgendeine Stromlinie getrennt, oder? Oh. Hier vorne, für den Park. Ah, ich komme wahrscheinlich nicht über die Brücke rüber. Ich ziehe den erstmal hier lang. So. Dann hat er wieder Strom. So, dann sind wir jetzt aber auch am Ende. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Wir sehen uns dann morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi.